Es geht um unglaublich viel Geld. Es ist ungefähr ein Betrag von 17 Milliarden Dollar pro Jahr. Und jeder kann betroffen sein. Auch dieser Mann fiel auf den Anlagebetrug rein. Ich tippe, hab den bereitwillig die Hand gegeben. Der Kryptobetrug. Max zeigt, warum es Betrügern gelingen kann, sich TAN-Nummern zu erschleichen. Dieser Mann ist kein Zocker. In seinem Job hat er viel mit Zahlen zu tun. Und trotzdem verlor er 29.000 Euro. Er will unerkannt bleiben, aber er erzählt uns seine Geschichte. Ich möchte auch die Öffentlichkeit davor warnen, sich auf solche Machenschaften wie Handel XP einzulassen. Es begann mit einer Werbeanzeige wie dieser. In der Fernsehsendung Höhle der Löwen stellen angeblich Kandidaten eine Bitcoin-Plattform vor. Wer 250 Euro investierte, kann satte Gewinne machen mit Kryptowährungen. Und weil es angeblich auch die prominenten Löwen überzeugt, klingt es für ihn seriös. So zahlt er 250 Euro auf die Online-Broker-Plattform Handel XP ein. Und dann habe ich also täglich die Übersicht gehabt, wie sich das Konto entwickelt. Sag mal, nach 6 Wochen circa ist dieses Geld von 250 Euro auf circa 11.600 Euro angestiegen. Das ist ja eigentlich schon, wenn man es mathematisch betrachtet, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber seine Bedenken schiebt er weg. Kein Wunder, gehen doch die Kurse der Kryptowährung gerade durch die Decke. Die Kryptowährung Bitcoin auf Rekordkurs. Innerhalb eines Jahres von etwa über 10.000 Euro auf bald 60.000 Euro. Spätestens als dann die Brokerin am Telefon versichert, er bekommt seine 11.600 Euro ausgezahlt, wähnt er sich auf der sicheren Seite. Einzige Voraussetzung, er muss auf die Gewinne Steuern zahlen. Da habe ich gesagt, das ist kein Problem, die bezahle ich dann gerne. Dann ist das also immer noch ein Zuwachs von, sagen wir mal, zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Das ist für mich in Ordnung und da habe ich dem Fiskus sogar noch was Gutes getan. Noch ahnt er nicht, dass er Betrügern aufgesessen ist. Handel XP, ein Fake. Und nicht nur diese Plattform. Beispiele falscher Anlegerseiten. Und es gibt Hunderte davon. Und fast täglich entdeckt Jochen Resch neue. Der Anwalt ist auf diese suspekten Geschäftspraktiken spezialisiert. Die Webseiten, von denen wir reden, sind diesen seriösen Seiten oder den, sagen wir mal, lizenzierten Seiten sehr, sehr ähnlich. Der Laie kann die Unterschiede nicht erkennen. Er weiß auch gar nicht, wo er hinschauen muss. Also man wird in eine Welt geführt als Laie, wo man nicht wirklich erkennen kann, dass das nicht stimmt. Es ist so gut gemacht, dass der Laie es nicht ohne weiteres erkennen kann. So ging es auch dem Mann aus Hessen. Um seinen bisher nur digital existierenden Gewinn von 11.600 Euro zu bekommen, eröffnete er auf Anweisung der Betrüger ein Konto bei Bitpanda in Österreich. Eine völlig legale Handelsplattform für Kryptowährungen. Und da beginnt der eigentliche Betrug, sagt Anwalt Jochen Resch. Die Broker von Handel XP wollen Zugriff auf das Konto. Dann wird man animiert von psychologisch sehr gut geschulten Brokern. Die sind wirklich top, werden aber auch richtig hart geschult. Wird man überzeugt, dass man noch mehr anlegt. So war es auch bei ihm. In der Folge überweist er mehrfach Beträge zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Und jetzt haben ihn die falschen Broker vollends im Griff. Ich wurde dann aufgefordert, Anydesk runterzuladen. Und das ist so eine Fernsteuerungssoftware. Und damit hat also Handel XP die Möglichkeit gehabt, alles, was auf einem PC oder auf meinem Handy geschieht, zu steuern. Ich war einfach blauäugig und habe den die TAN bereitwillig gegeben, weil ich gemeint habe, das ist eine seriöse Angelegenheit. Die falschen Broker haben nun Zugriff auf den echten Bitpanda-Account und auf sein Geld. Sie transferieren sein Geld von seinem Kreditkartenkonto auf das neue Kryptokonto. Auf diesem Kreditkartenkonto waren zum damaligen Zeitpunkt ca. 26.000 Euro. Und auf meinem Girokonto ein paar Tausend noch. So.
Dann haben die genau gesehen, aha, da ist ja Geld vorhanden. Und dieses haben die nach und nach abgeschöpft. Die angeblichen Broker sitzen in Ländern wie Albanien, Serbien oder Österreich. Was ist das Volumen, das jedes Jahr in den Taschen der Betrüger verschwindet? Nach einer Aussage der britischen Finanzaufsicht, der FCA, ist es ungefähr ein Betrag von 17 Milliarden Dollar pro Jahr. Der Anwalt kritisiert, den Ermittlungsbehörden fehlt es an Technik. So sind die Fahndungserfolge oft nicht groß. Immerhin warnt inzwischen die BaFin vor Handel XP, der Plattform, bei der er 29.000 Euro verlor. Ich habe mich als Depp bezeichnet, ja. Und stehe auch dazu, weil mich das also wirklich wahnsinnig ärgert, dass ich auf so etwas reingefallen bin.